glaube, dann fangen wir einfach mal an. Ich heiße sehr herzlich willkommen im Namen des China-Teams sozusagen von Gilda Verdi und mir, Andrea Schmidt, die wir diese Serie von Gesprächen, Workshops und Diskussionen für die Universität der Künste geplant und haben und durchführen. Der heutige Abend, kann ich gar nicht sagen, Nachmittag, widmet sich der chinesischen Kalligraphie. Und das ist mir eine besondere Freude und ist auch was Spezielles, weil wir nämlich beide in Hangzhou zu unterschiedlichen Zeiten Kalligraphie studiert haben. Ich habe Anfang der 80er Jahre, zweieinhalb Jahre in Hangzhou Kalligraphie studiert und Binya Verdi hat 2005 dann nochmal auch Kalligraphie studiert bei Lu Dadong, der heute unser Gast ist. Und ja, das ist einfach eine schöne Sache, dass das stattfinden kann. Und über chinesische Kalligraphie kann man so viel sagen, wir können eigentlich mehrere Abende machen, aber wir haben für jedes Medium sozusagen gar nicht so viel Zeit und Möglichkeiten. Wir versuchen mal schnell anzufangen. Also herzlich willkommen. Ich darf nur noch hinweisen auf die nächste Veranstaltung, zu der Sie draußen auch Flyer finden. Die findet nämlich am 19. Juni statt, 19. und 20. Juni, 19. Juni im Haus der Kulturen der Welt und befasst sich mit Medien und ihrer Rolle in der chinesischen Gesellschaft. Zhang Peili wird da sein, ein Pionier der Medienkunst in China, und zusammen auch mit Peter Steyer diskutieren. Und Li Chenghua wird ein wunderbarer Redner das leiten. Also draußen liegen die Flyer dazu bereit. Und jetzt übergebe ich das Wort zunächst an Binya, die noch ein paar Worte zur Kalligraphie sagen wird. Und dann gehen wir gleich in Medias Res. Also ein paar Worte zu Lu Dadong. Guten Abend. Ja, ich wollte nur ganz kurz Lu Dadong, den fucking Künstler, kurz vorstellen. Er ist aus Hangzhou angereist gekommen, wo er lebt und wo er selbst jetzt auch Kalligraphie unterrichtet an der chinesischen Kunstakademie. Und er hat auch dort studiert, Kalligraphie und Siegelkunst, Anfang der 90er Jahre. Und Lu Dadong ist also nicht nur in der Kalligraphie tätig, sondern auch im Gegenteil. Im zeitgenössischen Kunstbereich und es berührt sich so an dieser Schnittstelle, weil das sind immer noch zwei stark getrennte Gebiete in China. Und er arbeitet also viel auch mit Live-Performance, mit Video und Klang auch. Und außerdem singt er in einer Rockband, für die er sehr politisch-kritische Texte komponiert. Ich habe hier auch eine, die haben gerade eine neue CD rausgebracht. Ja, also heute geht es eben um das Performative des Schreibens in erster Linie. Und da hat sich Lu Dadong auch schon seit vielen Jahren mit dem befasst und recherchiert, eben über diese Bewegung des Schreibens in der Geschichte bis jetzt des Schreibaktes, weil das immer auch eben ein performatives Element war und um diese Schrift eigentlich als Spur eines Moments übrig blieb. So, und genau, vielleicht übersetze ich noch diesen Titel, das ist von seinem Vortrag, ist der Klang einer Hand, der einen einzelnen Hand. Aber da wird er jetzt. Bevor wir loslegen, noch ganz kurz herzlich willkommen, Oliver Korb, unser Übersetzer des heutigen Nachmittages. Wir machen das heute konsekutiv. Das heißt, er wird Chinesisch sprechen und Oliver Korb übersetzen. Und nach dem Vortrag haben Sie auch Gelegenheit, einfach Fragen zu stellen. Und das hatten wir schon die letzten Male, dass Sie einfach, wenn es geändert ist, dass dann die Möglichkeit da ist, dass Sie einfach hören und das dann Ja, guten Tag allerseits.
首先非常感谢大家给我这个机会，我这两天有一个很迫切的一种感受，我觉得我应该好好学习德语。Also ich möchte Ihnen erstmal ganz herzlich dafür danken, dass ich heute die Gelegenheit habe, hier zu sprechen. Möchte Ihnen aber auch gleichzeitig versichern, dass mir dieser Tag oder dieser Anlass einmal mehr ein sehr einschneidendes Gefühl vermittelt, dass ich doch eigentlich mal Deutsch lernen sollte. Sie können aber versichert sein, heute wird es eher um Bewegung, um Körperlichkeit gehen, weniger um Schrift an und für sich oder etwa Besonderheiten chinesischer Schriftzeichen. Das wird nicht so der Schwerpunkt sein. Ich habe ja selber in der chinesischen Kunstakademie Kalligraphie gelernt und wenn man in China in der Akademie Kalligraphie lernt, dann ist das zunächst immer mit einem ganz großen Fokus auf Traditionalität oder klassischem Verständnis dieser Kunstform. 我们的老师对我们说， 你不管走在哪里， 你的书法， 是你的很重要的一个技能， 你一定要把字要练习好， 变成最好的书法家， 因为这个很重要， 他们没有办法去模仿你的， Und die Lehrer haben uns eigentlich immer die Botschaft mit auf den Weg gegeben und uns gesagt, dass wir, egal was wir machen, auf jeden Fall das Schreiben üben müssen, so dass wir also auch gute Kalligrafen werden, denn das entwickelt sich dann im Laufe der Zeit zu einer Art einem einzigartigen Merkmal der Person. Als ich allerdings das gesehen habe, dann ist mir doch erstmal das Herz ein bisschen in die Hose gerutscht. 这个是日本的研究的人，他们做的一个，就是一个书法家，他只要在这个上面演示一遍他的动作，然后这个机器它可以完全重复他以前的一样的动作，会写出一样的字来。 Und was war das genau oder was sehen wir hier? Das ist ein Apparat, der ist in Japan entwickelt worden und der Kalligraph führt einen Pinsel, ohne selber zu schreiben. Der Apparat nimmt die Bewegungen auf und registriert sie und speichert sie und ist dann in der Lage, das komplette Bewegungsmuster ohne den Künstler erneut abzuspielen. 对，那么我们在学习书法到底有没有必要呢？这个我觉得有一点怀疑啊。 Und deswegen stellt sich für mich dann schon so ein bisschen die Frage, wo ist dann noch der Wert, tatsächlich Kalligraphie selber zu lernen? Ich führe mal jetzt erstmal ein kleines Filmchen vor. <笑>这个，我们刚才看到的这个视频。 是，是相当于十，呃，十
17世纪后期，18世纪这个时期，当时的一个意大利人设计的一个钟，他为了当时的乾隆皇帝，献给他的一个机器的钟，是意大利人设计，然后在瑞士做的。Was wir eben gesehen haben, dieser schreibende, also diese kalligraphische schreibende Puppe, das ist in Wirklichkeit nur ein Teil eines größeren mechanischen Wunderwerks, einer Uhr, die im 18. Jahrhundert für den Kaiser Qianlong angefertigt worden ist von einem italienischen Künstler oder von einem italienischen Feinmechaniker entwickelt und dann allerdings in der Schweiz gebaut. 他长着一个中国人的脸，但是穿着当时的欧洲人的衣服。Und wenn Sie genauer hinschauen, werden Sie feststellen, dass er auch, dass die Puppe ein chinesisches Gesicht hat, aber eben doch europäisch in europäischer höfischer Kleidung gekleidet ist. 对，他用中国人的方式，拿毛笔，然后用一条腿跪着，当然这个里边有很多历史原因，我们不说了。在写这样的就是献给中国皇帝的八个字。Und wir können weiter feststellen, also diese kleine Puppe hält den Pinsel in chinesischer Art und Weise, wie man das bei chinesischer Kalligraphie gelernt hat, und kniet dabei auf einem Knie und widmet dem Kaiser die 8 Zeichen, die das Gerät schreibt.对，所以我看了，我想这个东西看了以后，心里也比较平衡。我觉得，这个东西很早就被发明出来了，一个很精妙的一个机器。但是我们的书法并没有因为这个受到任何影响。Und nachdem ich das gesehen hatte, habe ich mich dann doch wieder etwas beruhigt, habe mich von dem ersten Schock erholt. Denn wenn so etwas schon über 200 Jahre besteht oder wenn solche feinen, komplexen Geräte schon über 200 Jahre existieren, aber unsere Kalligraphie gibt es immer noch, dann scheinen ja diese Geräte zumindest nicht die ganz große Bedrohung zu sein. 那么到底在书法当中有什么东西是没有办法用机器来替代的呢？我一直在想这个问题。Und trotzdem hat mich das auf die ganze Zeit jetzt auf die Frage gebracht, die ich immer verfolge und weiter verfolge, was ist denn nun dasjenige Kernelement in der Kalligraphie, was sich nie und nimmer durch einen maschinellen Akt ersetzen lässt. Das ist die 内边的这个机器里面它写的一个字是书法的书字。Und wir sehen jetzt hier, dass der kalligraphische Apparat auf der rechten Seite auch das Wort Schuh, also Schreiben oder Buch von Kalligraphie schreibt. Und hier sehen Sie die wesentlichen, wichtigsten Schreibstile, die sich in der chinesischen Zeichenkultur für die Zeichen selbst, aber eben auch für die Schreibweisen der Zeichen ausgeprägt haben. Und etymologisch lässt sich das Zeichen des Schreibens am ehesten so herleiten, wie wir das auf der Abbildung ganz links oben noch erkennen können. Das symbolisiert im Prinzip eine Hand, die einen Pinsel hält, und mit diesem Pinsel wird aufgezeichnet, was der Mund darunter, das Viereck, von sich gibt. So, das ist die alte Maubi-Bi-Zi. 最原始的那个字也是用一只手拿着一只用兽毛做的笔。Und hier können wir dann auch noch einmal die Genese des Zeichens für Pinsel erkennen. Das ist also jetzt die ursprünglichste Darstellungsweise. Da sehen wir im Prinzip auch wieder eine Hand, die einen Stab hält, nämlich den Pinselschaft, an dem dann Tierhaare befestigt sind.其实我们现在能够看到的比较早的好像是中国汉字的符号的东西是刻画用一个硬的东西刻画在陶器上面陶罐上面的。
Und hier finden wir eigentlich so ziemlich die frühesten Zeichen, die wir als Repräsentanten chinesischer Schriftzeichen sehen können. Es handelt sich hierbei nicht um geschriebene, sondern um gravierte oder geschnittene Zeichen, die in eine harte Oberfläche eingearbeitet worden sind, hier Keramiken. 我们看到用一个可能是小棍这样的东西，然后在比较软的陶土上面。 画的这些东西，然后它的线条会显出那种不规则的这种形状。虽然它的图像很有趣，但是它的线条来说，不是一个控制的非常理想的一种状态。 Und was wir hier sehen können, sind dann auch nochmal entsprechende Schriften. Es ist ein bisschen mit einer, es scheint möglicherweise auch mit einem Griffel in eine Art Ton eingedrückt worden zu sein und der Herstellungs- oder der Ausführungsprozess bedingt dann immer, dass man keine vollendete Kontrolle über die Gestalt der Striche und Linien hat, so dass immer Unregelmäßigkeiten auch zu erkennen sind. Und auf der anderen Seite schauen wir uns mal diese Figur an, die wir rechts sehen. Mit etwas draufschauen erkennt man, dass die Person in der linken Hand, also auf der rechten Seite, ein Schild hält und in der linken, also und dann auf der Bildmitte zugewandten Seite eine Waffe. Und das kann man natürlich für eine figürliche Darstellung halten. Wenn man allerdings nicht genau hinschaut, könnte man das also auch für ein schlechtes Imitat der LV, des LV-Logos von Louis Vuitton halten. 但是我们在这个更早的时候就已经看到，在陶罐上面已经有用软的笔在上面书写的这个符号了。Die Dinge eben wurden mit einem harten Werkzeug angefertigt. Wir haben allerdings auch Zeugnisse dafür, dass offensichtlich schon vorher mit weichen Pinseln geschrieben worden ist. 这个是龙山文化，这个新石器时代的。Also das ist aus der Longshan-Kultur. Das ist eine Kultur des Neolithikums. Aus der Shang-Zeit sind ja sehr viele, auch diese berühmten Orakelknochen oder Schildkrötenpanzer mit Inschriften bekannt und überliefert. Woraus sich so ein bisschen der Eindruck gefestigt hat, dass offensichtlich die frühesten Schriftzeichen auch immer nur gegraviert oder eingeritzt wurden. Wir haben allerdings aus der gleichen Zeit bereits eine ganze Menge Zeugnisse von Artefakten, wo wir sehen können, dass tatsächlich geschrieben worden ist und also mit einem weichen Pinsel geschrieben worden ist und auch in einer sehr geordneten und strukturierten Weise geschrieben worden ist. So, 这些文字它虽然还有绘画的这个含义，但是它的书写的时候已经表现出一些非常精妙的提和按的运动，然后这个工具毛笔这样的软的东西，好像是它的手指的一个延长，把人手的这个功能变得更加丰富。 Und was wir hier sehen können, ist eigentlich der Übergang von der zeichnerischen Darstellung hin tatsächlich zur Schriftlichkeit. Das heißt, keine Anreihung mehr von Symbolbildchen mehr, sondern tatsächlich echte Schrift. Und die Schrift trägt eigentlich bereits alle Insignien oder alle Merkmale von Schrift. Also es gibt einen Schriftkörper, es gibt den Schriftduktus. Und wir können sehen, dass der Pinsel plötzlich zu einer Art Verlängerung des Fingers oder der menschlichen Hand wird. 对，我们看到的这样的文字上面有很有意思的线条，它的线条的形状是前面重一点，第一个比如说第一个横向的笔画，它前面重一点，后面轻一点，那么表现出它的一个手按下去，然后再提起来的一个过程，就是它的一个在生活中，在他的生命当中的一个动作，记录在这个世界上。他平时他当时说了什么话？ 他做了什么事情，我们看不到，但是他的生命中的一个非常有意思的一个动作，通过
这样的一个毛笔记录在这个世界上，让我们能够看到。所以我觉得看到每次看到这个东西都觉得非常感动。 Und ich glaube, an der Stelle können wir sehr gut sehen, was ich damit jetzt, also worauf ich Sie aufmerksam machen wollte. Wir sehen an diesem Duktus tatsächlich so, also wenn wir diese Linien da oben anschauen, wir sehen Verdickungen und dünne Auslaufende. Wir können also genau sehen, wo der Pinsel aufgesetzt worden ist, wo er mit Nachdruck gezogen worden ist, wo er dann abgehoben worden ist. Und obwohl wir weder wissen, was der Mensch, der das angefertigt hat, gesagt oder gedacht hat, noch sonst etwas darüber wissen, aber dieser kleine Moment Zeit und dieser kleine Moment der Aktivität und des Vorgangs ist tatsächlich erhalten, eingefroren und aufgezeichnet. Und immer wenn ich zum Beispiel auch diese Darstellung betrachte, dann bin ich bewegt davon, wenn ich also sehe, wie das über die Zeit historisch zu mir spricht. Und in 身体的一个形状，一个状态，就是它是跪着的，是一个很特别的一个形式，不是站立式，而且是一个膝盖，你可以看到它的膝盖，它的脚的形状。Wenn wir das rechte Beispiel nehmen, das ist dann etwas später, das ist bronzezeitlich, das ist also auch von dem Bronzeguss abgenommen, da können wir auch ein interessantes Detail der Personendarstellung ausmachen. Wir sehen nämlich, dass die Person rechts untenkniet, auf beiden Knien kniet, übrigens auch links oben zu sehen, und das ist auch ein Merkmal der Zeit, was uns immer wieder begegnet. 就是现在的，我们如果去中国的话，看到中国人的生活的习惯，是和西方人是差不多的，就是我们坐的时候是这样坐，然后也是坐椅子，也有桌子，这些东西都是从西方传过来的，生活习惯，穿的衣服也差不多。但在以前的时候，中国人的习惯可能，我们说汉族人吧，汉族人的习惯可能非常不同。Wenn wir heute uns nach China begeben, wird uns auffallen, dass in den Lebenswelten oder zwischen den Lebenswelten gar nicht mehr die gewaltigen großen Unterschiede bestehen. Wir sitzen auf den gleichen Stühlen, wir sitzen an den gleichen Tischen, wir kleiden uns durchaus ähnlich. Allerdings, wenn wir ein paar tausend Jahre in der Geschichte zurückgehen und da dieses Volk, wir bezeichnen es jetzt mal als Han, der Begriff Chinesisch hat ja noch eine größere Konnotation. Also wenn wir nur hier die Han-Chinesen anschauen, dann haben die offensichtlich doch noch also in einer ganz anderen Welt gelebt und eben auch ohne Tische und ohne Stühle, aber eben gekniet. Und wenn wir das historisch beobachten, können wir eigentlich feststellen, dass es offensichtlich ein gemeinsames Merkmal ist, dieses Knien oder dieser Akt des Kniens, den finden wir immer wieder und maximal, also wir finden keine Hocker, wir sehen keine Stühle, aber maximal sehen wir dann unter den Knien noch eine Matte.对，我们现在能看到的比较早的写字人的样子，这个可能是能看到的，就是汉代的画像石当中的这些，人物的形象了。Und hier können wir dann tatsächlich bereits so etwas wie vollständige Texte sehen. Das ist aus der östlichen Han-Zeit und das sind eigentlich also Muster von Texten und auch wie sie angefertigt wurden. 上面这个人他是这样跪在这里，手里拿着一个竹简，下面是竹简的图片，就是手里拿着这个竹简，左手拿着竹简，右手拿着毛笔，在上面记录一些什么东西。然后这个就是当时的汉人的写字的一个情况。Und ich möchte Sie hier auf zwei Dinge aufmerksam machen. Das erste ist, wir sehen oben die Person, eine schreibende Person, die Person kniet wieder, hält in der linken Hand die Schreibunterlage, über die werde ich gleich was sagen, und schreibt mit der rechten Hand freihändig auf dieser Schreibunterlage. Die Schreibunterlage, das sind aus Bambus, das sehen wir rechts unten. Die frühesten chinesischen Bücher sozusagen wurden aus schmalen Bambusstreifen mit Schnüren zusammengebunden und die Bambusstreifen wurden einzeln von oben nach unten beschriftet. 然后因为竹简或者木简这样的竖长条，然后绑在一起，然后手里拿着这种情况呢，就会造成我们写汉人写字的情况是从上到下，然后顺序是从右向左，
因为你用左手拿的剪，右手这样写才会比较便利。Und aus dem gesamten Bewegungsablauf heraus lässt sich auch relativ gut erklären, warum es dann zu der Ausbildung der chinesischen Schreibrichtung gekommen ist, nämlich von oben nach unten und dann auch von rechts nach links. Wenn man also in der linken Hand dieses Material in Streifenform hält, bietet es sich quasi an, erstmal von oben nach unten zu schreiben und dann ist es auch am bequemsten, wenn man dann sich nach links vorarbeitet. Sie können es ja mal selber probieren. 对，这个也是汉代的画像石，就是右边这个人是汉人认为是生下来有四只眼睛的一个人，他创造了文字，当然这个是传说。Wir haben hier eine fabelhafte Darstellung aus der Han-Zeit über den Erfinder der Schriftzeichen, dem also auch nachgesagt wird, vier Augen zu haben. Wir sehen ihn auf der rechten Seite. 他很奇怪，他左手拿了一个毛笔，但可能是因为这个是一个很有意思的一个自画像。我以前遇到一个自画像问题，欧洲的艺术史里面遇到自画像问题，就是你对着镜子去画一个画像的时候，你的手往往是左面的形状，也有可能我不知道他为什么会用左手，但是。Was uns ein bisschen auffällt und auch irritiert möglicherweise ist, dass diese Figur, die Person den Pinsel in der linken Hand hält. Allenfalls lässt sich das zum Beispiel mit den Selbstporträts europäischer Künstler erklären, die also vor dem Spiegel gemalt haben und plötzlich war dann spiegelbildlich der Pinsel zu sehen. Vielleicht hängt es mit so einer Überlegung zusammen, ich kann es Ihnen nicht sagen. Das 因为他是没有桌子的，他不会把毛笔放在地上，所以他会写完了以后就把它插到头上做那个簪子。Und wir haben auf der linken Seite haben wir tatsächlich einen echten Pinsel. Das ist also der stammt aus einer Ausgrabung. Und Ihnen fällt vielleicht auch auf, dass der Pinselschaft nicht gerade, sondern zum Ende hin zugespitzt ist und schlanker wird. Und da man ja nun damals eben noch keinen Tisch hatte, wo man den Pinsel ablegen konnte, bot es sich quasi an, den Pinsel, wenn man ihn nicht brauchte, in den Haarschopf zu stecken.这个是我们做了一个对比，这个是埃及第四王朝时期的一个写字人的一个情况，他也是没有桌子的。Und jetzt versuche ich mal einen kleinen kulturellen Kontrast reinzubringen. Auf der linken Seite sehen Sie nun eine Abbildung aus dem alten Ägypten. Es handelt sich hier um eine Darstellung eines Schreibers aus der 4. Dynastie. Auch der sitzt ohne Stuhl oder ohne Tisch. 但是他的这个坐的形式是我们现在的这个一个盘腿的一个做法，和中国和汉人不一样，汉人是跪着的。当然现在日本的有些传统的人，他的坐形式方式也是这样跪着的，但是这样会有一个问题，会对腿产生压迫，会让腿比较短或者个子比较矮。Und wir haben hier, wir sehen allerdings doch einen ganz fundamentalen Unterschied. Die chinesische Figur kniet, der ägyptische Schreiber sitzt im Schneidersitz und man könnte jetzt sagen, dass also das ständige Knien nicht so besonders gut ist und den Beinen auf Dauer nicht gut tut und man dann halt etwas verkürzte Beine hat und am Ende auch etwas im Wuchs leidet. Wir haben hier zwei Tonmodelle oder zwei kleine Tonfiguren, auf die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Und auffällig ist auch, dass sie eben wohl nicht proportional zu verstehen sind. Also sie sind, also die Figuren knien wieder, aber man kann, glaube ich, keine echten Proportionen ablesen, was möglicherweise auch einfach der Größe der Darstellung geschuldet ist. Wir sind immer wieder bei der Erforschung dieser frühen Kulturabschnitte auf Zufallsfunde angewiesen, also das fällt einem nicht entgegen, es sei denn, man hat das Glück und kann es ausgraben. Und auch dann ist es oft so, dass es zum Beispiel relativ grob oder einfach gemacht ist und nicht immer sehr realistisch. Und dann muss man einfach sich überlegen, wie man das zu interpretieren hat. Aber manchmal hat man auch etwas mehr Glück und hat präzisere Darstellungen.
这个据说是，但这个是我们看我们说的简单一点吧，就是他那个时候纸已经发明了，他手里拿的是纸，但是他还是用我们刚才用竹简的书写的方式，虽然他是站着的，他也是这样写字，所以汉字的书写的顺序和形式一直没有大的改变。Und zumindest an dieser Darstellung können wir was sehr Interessantes ablesen, der Wechsel des Schreibmaterials. Also hier ist Papier abgebildet. Papier wurde in der Zwischenzeit erfunden. Wir haben also die Bambusstreifen hinter uns gelassen, sind zum Papier gelangt. Der Wechsel des Schreibmaterials hat keinen Wechsel in der Schreibrichtung oder der grundsätzlichen Schreibhaltung impliziert, sondern man hat hier im Stehen eben weiterhin also so in der freien Hand geschrieben. Das ist ein sehr berühmtes Bild. Hier sehen wir den Han-Ren, der Kultur-Ren, die in der Schreibweise eine Situation haben. Sie sind sehr bequem, ein bisschen trinken, ein bisschen可能是读什么诗，或者是那边那个人要走，他以为他要走，还要拉住他的袋子这样的，他们很开心，在手里拿着纸和笔，在做一些有意思的事情。Hier sehen wir eine alte Darstellung eines offensichtlich sehr gelehrten Vergnügens. Wir haben hier eine Herrenrunde, die sich einmal mit Trank erheitert, über den Text beugt, schreibt und aber offensichtlich auch ihren Spaß hat und Schabernack miteinander treibt, wie man an dem Rechten sieht, der gehen möchte, aber am Gürtel festgehalten wird. Also das ist offensichtlich ein durchaus intellektuelles Vergnügen, was hier dargestellt ist. 对，就这个，在这个时代的前后的一两百年的时间里面，出现了第一批最伟大的书法家。他们生活的方式，当然他们当然是有钱的人，有地位的人，但他们的一种对待书法的一种方式变成更加的艺术化，或者是对精神上面有一种特别的追求。 Und wir sehen hier, wir werden hier Zeugen eines ganz besonderen Vorgangs, und zwar ist das gleichzeitig die Epoche, aus der das Bild stammt, in China die Zeit, die uns die erste große Welle, also über 200 Jahre berühmter chinesischer Kalligraphen beschert hat. Das waren natürlich immer auch wohlhabende Persönlichkeiten aus der Oberschicht, die materiellen Bedingungen mussten ja auch da sein, aber sie haben zum ersten Mal uns hinterlassen, dass Kalligraphie eine Kunstform ist und dass Kalligraphie etwas ist, was man mit Leib und Seele verfolgt und dem man sich versucht anzunähern. 他们也采取了一种比较舒服的方式坐下，不是跪坐了，而且是腿可以打开了，或者是可以放松一点了。Und wir sehen hier, dass die durchaus entspannt miteinander sitzen, also die knien nicht, sondern die scheinen also auch so mit aufgestellten oder also mit geöffneten Beinen zu sitzen, also relativ entspannt und locker geht's dazu. 就是以前如果你的脚往前伸的话，比如像这样的，这个当然是这个是我们柏林的一个很有意思的一个收藏一个宋代的一个当然是一个怪兽啊，我们就说它叫乌之奇，它现在这样的一个做法呢，是在唐代或者就是八九世纪之前是绝对不允许的。Wir müssen an der Stelle einfach auch ein bisschen was zur chinesischen Etikette sagen. Die damalige Kleidung hat es absolut verboten, dass man mit nach vorne ausgestreckten Beinen da saß. Und also vor dem 7., 8. Jahrhundert, also vor der Tang-Zeit, wäre das völlig unmöglich gewesen. Wir sehen hier eine sungzeitliche Bronze hier aus den Berliner Museen, wo eben eine nicht orthodoxe oder nicht konforme Sitzhaltung tatsächlich verewigt wird. Das war der Meng-Fu-Zi. Er hatte einmal, weil er in den Mann kam, seine Frau war natürlich zu leid, und hat die Füße nach vorne. Es ist sogar die Geschichte des Philosophen Mönze oder Mencius überliefert, der nach Hause kam und seine Frau quasi so hat da sitzen sehen. Sie war vielleicht einfach schlicht und ergreifend erschöpft von des Tages Arbeit, aber er wollte daraus einen Scheidungsgrund konstruieren. Ich habe einen Artikel über die Studie gelesen, warum sie nicht die Füße nach vorne strecken wollen, weil sie das nicht machen würden. Und es gibt möglicherweise eine durchaus einfache Erklärung dafür. Ich habe also einen Aufsatz dieser Tage gelesen, der versucht hat zu resonieren, ja, war, wenn die damals noch keine Unterwäsche getragen haben, dann ist es ja vielleicht offensichtlich, dass diese Art des Sitzens dann nicht besonders diskret ist. 当然这个可能是一个玩笑的研究，但是我们能看到那个时候开始有一些新的做的东西出现了。
Das mag vielleicht scherzhaft gemeint gewesen sein, aber wenn wir jetzt wieder uns den Bildern zuwenden, stellen wir fest, es werden zum ersten Mal so etwas wie Sitzgelegenheiten eingeführt. Das ist von China transportiert, die Qi-Ma-Leute, die auf der Seite der Seite. Und das ist ein, was wir hier sehen, ist ein sogenannter Barbarenstuhl. Der kommt nämlich aus Zentralasien und der ist überliefert als Gegenstand der Reitervölker, die sich irgendwie setzen mussten, wenn sie erschöpft vom Pferde stiegen. Und auch die figürliche Darstellung, also auch das Gesicht, lässt eigentlich darauf schließen, dass möglicherweise kein Han-Chinese abgebildet wird, sondern ein Vertreter der nördlichen Völkerschaften, vielleicht ein Mongole. Allerdings hat sich unter den Han-Chinesen dann die Erkenntnis verbreitet, dass das offensichtlich eine sehr bequeme Art zu sitzen ist und die Beine nicht so schnell ermüden. Und interessant ist jetzt eben doch der Schreibakt. Also er selber schreibt quasi, also zumindest ab Sitzkante aufrecht, frei, und ein Helfer hält ihm das Papier hin und er schreibt entweder einen längeren Text oder größere Buchstaben. Das ist der Königin. Und dann haben wir also sozusagen das berühmte Schwester-Tupfer-Bitter-Phänomen, nämlich links hinten steht noch ein Helfer und der Helfer hat die Aufgabe gehabt, die frisch angespitzten Pinsel rüberzureichen, wenn sie wieder spitz benötigt wurden, und das wurde einfach mit dem Mund gemacht, das heißt, die Pinselspitze wurde in den Mund genommen, mit Speichel befeuchtet, gerade gezogen und dann konnte man wieder weiterschreiben. Und spätestens also im 10. Jahrhundert sehen wir dann eigentlich keine Darstellung mehr von knienden Menschen, das heißt, also da hat es dann in der Kultur des Sitzens einen großen Kulturwandel gegeben, also die Han-Chinesen sitzen ab dem 10. Jahrhundert auf Stühlen. Die Abbildung eben hatten wir, die können wir dem Adelskreis zuordnen. Hier haben wir einen anderen Personenkreis, der dargestellt ist, Mönche. Und diese Mönche müssen auch nicht unbedingt Han-Chinesen sein und möglicherweise auch nicht unbedingt Chinesisch schreiben. Und diese Abbildung, die Sie jetzt gerade sehen, also die eben und diese, stammen aus der Berliner Turfansammlung. Und auch da sehen wir, dass es sich möglicherweise nicht um Chinesen handelt und auch, dass sie auf Stühlen sitzen. Aus dem Übergang zur Sung-Zeit haben wir hier eine Darstellung, die auch sehr interessant ist. Zwar sehen wir keine Stühle oder Tische, aber es werden natürliche Objekte, also Bäume und Felsplatten oder Steinterrassen, als Sitzgelegenheiten und Stehgelegenheiten verwendet. Wenn wir jetzt einen großen Sprung nach vorne in der Zeit machen, jetzt landen wir in der Qing-Dynastie und da ist es eigentlich bereits, gibt es so eine Art standardisierte Darstellungsweise, da sehen wir dann plötzlich auch richtig noch, also hohe Tische und die damit verbundenen Sitzhaltungen, Postüren, die sind also auch spätestens zu dem Zeitpunkt ausgeprägt und uns vertraut, wie sie heute sind. Und
表演的书法艺术家。Und spätestens aber auch in der Tang-Zeit sehen wir auch ein ganz anderes Phänomen. Schrift ist plötzlich nicht mehr statisch oder der Schreibakt ist plötzlich nicht mehr, sondern der Schreibakt wird zu einer Performance, zu einer Vorführung. Und hier haben wir eine bildnerische Darstellung der sogenannten verrückten Grasschrift. 对，很可惜我们没有他写大字的或者是表演性的这种照片。只有这样，他喝醉的时候在松树上面挂一个喝酒的东西，然后在这边写字。只有小的东西，但是我们在诗歌或者是文献当中有记载他在一个比较屏风这样的一面一面很大的一个像墙一样的东西，然后他喝完酒以后喝得非常醉，然后突然间喊一声啊，然后在上面疯狂的写草书，大家都很开心，这个鼓掌欢迎，这个很强的表演性。Wir haben leider keine original großen Überlieferungen seiner Kunstwerke mehr, aber wir wissen aus zahlreichen literarischen Werken, Gedichten, Erzählungen etc., dass dieser Mönch sich meistens vor dem Schreiben betrunken hat und dann zum Beispiel im Moment tiefster Trunkenheit plötzlich mit einem Schrei aufgesprungen ist und in einem Ausbruch von Dynamik angefangen hat, auf ein Paravent gehängtes Papier zu beschreiben. Das ist ein bisschen früher, 就是他喝三杯就喝醉了，然后就写草书，然后把帽子脱下来，就是在当时是一个非常不礼貌的一个行为，就是对很多很高官比较大的官，然后他用这种方法，然后写草书。Hier ist ein anderer berühmter Trinker dargestellt, ebenfalls beim Schreiben. Allerdings ist dieser Trinker ein Schwächerer. Der brauchte nur 3 Glas Schnaps, dann war er so betrunken, dass er schreiben konnte. Auffällig ist ebenfalls an dieser Darstellung hier, dass er ohne Mütze schreibt. Er sitzt da ohne Mütze. Eigentlich war das eine empfindliche Beleidigung für zum Beispiel Offizielle und Beamte, wenn ihnen jemand ohne Mütze entgegentrat. So, hier hat eine 传说就是他 把头发露出来，别人以为他真的是用头发在写字，所以慢慢变成一个误会，别人认为这个艺术家非常有意思，他可以用自己的头发去写。Allerdings hat sich daraus dann eine sehr schöne Legende entwickelt, und zwar hieß es oder hat man dem angedichtet, er hätte tatsächlich mit seinem Haarschopf, mit dem Haarbüschel auf dem Kopf geschrieben und dazu den Kopf frei gehabt. 对，有很多我们在这个书法艺术当中有很多很多表演，可惜他们没有视频或者流传下来。我们还可以放一个我们现在的人的。对不起。Und da wir aus den historischen, aus diesen Zeiten von Kalligraphie Performance nichts an Medien zum Aufzeichnen haben, kann ich also jetzt nur auf ein Medium aus der Gegenwart zurückgreifen. Moment. Oops. Also tut mir leid, dass wir jetzt nicht genügend Zeit haben, um uns den gesamten Film anzuschauen. Also ich persönlich mag ihn sehr, ich halte ihn eigentlich für einen der bedeutendsten Künstler des vergangenen Jahrhunderts.
对，还好我们的柏林有那个东亚艺术馆有一件他的作品，非常好。Und im Museum für Ostasiatische Kunst in Berlin gibt es auch eines oder seine Werke zu sehen. 对，昨天我专门去看，然后我特别喜欢他的容墨的这种效果，很有意思。Ich habe mir das gestern noch mal persönlich angeschaut und ich bin auch immer wieder begeistert, wenn ich also so die Effekte des Tuscheauftrags sehe.Also, den Ming sind ja schon. Yuichi. Also, der heißt Inoue Yuichi. 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 对。他当然他这个也有用这个墨，他是自己要自己做这个墨的，所以他有的时候有一次做墨的时候，他要很麻烦，因为他经常会破会裂，然后他经常会卖掉这个作品，他们又退回来，所以说。Also, das ist ein 做了很多技术上的这个。Ein großes Problem bei dieser Art von Kalligraphie ist auch die Anfertigung der Tusche, denn dieser Künstler, also Inoue Yuichi heißt er, der macht auch dann seine Tusche selber, denn es ist auch schon oft passiert, dass sich dann die Kunden und Abnehmer seiner Werke beschwert haben, dass die Tusche reißt und also trocknet und wieder abfällt. Mm-hmm. 就一直是一个小学的老师，后来做了小学的校长，然后退休。他几乎没有参加过日本的太多的展览，都是在国外参加展览，但是几乎没有出国离开过日本。Es ist ein ganz interessanter Persönlichkeit. Der war Grundschullehrer und ist später dann auch Direktor einer Grundschule geworden. Hat nie besonders viel Geld gehabt. Hat eigentlich erst nach der Pensionierung wirklich als Kalligraf arbeiten können, hat auch kaum an den großen japanischen Kalligraphieausstellungen teilgenommen, war so gut wie nie im Ausland, also ganz eigene Persönlichkeit. So, jetzt haben wir hier ein Bild eines berühmten Kalligrafen, Wang Dongning, der ist mein Lehrer auch und das ist hier also eine Kunstaktion, die wir auch an der Zentralen Kunsthochschule in China gemacht haben. 对，他这些年一直在把书法推向让更多人知道，他实际上是通过他的大字的书法表演，是在观看的人产生一种很强的震撼。有很多人没有看过他的作品的人，或者只看到图片的这些人，他们会觉得你这是在哗众取宠，在表演。但是如果很多人真正的看了他的表演之后，现场看到的话，那么才会知道什么是真正的书法的一种力量。Und interessant ist auch, und das ist auch das Bedeutsame an dieser Form von öffentlicher Vorführung oder auch öffentlicher Performance, dass viele Menschen, die diese Kunstwerke, also die Kalligraphie nur zum Beispiel von Abbildungen kennen, dass der Funke gar nicht überspringt und der Mensch gar nicht direkt berührt wird von der Kunst. Und erst wenn also die Umstehenden tatsächlich sehen, was passiert, dann springt quasi der Funke über, sage ich jetzt mal als Dolmetscher, und die Menschen werden angesprochen und begreifen plötzlich die Qualität und die Größe dieser Kunst. 对，有很多这种表演，你只有真正体验过或者你自己写过，才有可能知道它里面有多大的困难，或者对人的心理有一个多大的锻炼。Und auch bei vielen dieser Dinge ist es so: Entweder muss man es zumindest selbst gesehen haben, mit eigenen Augen gesehen haben, oder noch besser muss man es selber gemacht haben, um überhaupt verstehen und nachvollziehen zu können.Welche Kraft man aufbringen muss und welche Schwierigkeiten man auch im Inneren und im Inneren zu überwinden hat, um so etwas hervorbringen zu können. 对，这里我们有两个关键词，一个是大的字，一个是在写字的时候表演的这个表演性。Weswegen wir an dieser Stelle jetzt zu zwei Schlüsselbegriffen dieses Kalligraphieverständnisses kommen, nämlich zur Größe der Zeichen, also dass wir große Zeichen schreiben und auch zum prozessualen Akt eben, sprich der Vorführung. Das überspringe ich jetzt mal. 对，我们古代的大字现在流传的很少，因为在中国很多大字是写在墙上、墙壁上的，但是这个房子经常会被拆掉，所以就是不能保存很久，所以。Große Zeichen sind in China nicht unbedingt sehr häufig überliefert. Das hat damit zu tun, dass wenn man auf Wände geschrieben hat, sehr oft die Häuser nicht mehr da sind, weil Häuser halt auch in China relativ schnell abgerissen werden. Was uns als wirklich großes Zeichen hinterlassen wird, ist oft das, was in Felswände
graviert wird. 就我们看到的山岩上面，现在我们能看到最大的一个字，就四个字"大空王佛"，就是在那个山崖上面，我们看到了大概有十二十米不到吧，十几米的字。然后人在上面要去测量它的话，要爬，不知道他们用什么样的办法去把它写下来。 Und wir sehen hier eine ganz berühmte Kalligrafie Da Kung Wang Fo. Also die ist über 20 Meter hoch und wir können heute, hier sehen wir auf der linken Seite auch, wie abgemessen wird, wie zwei Menschen, zwei Personen versuchen nachzumessen, wie groß die Zeichen wirklich sind. Wir wissen heute nicht mehr, wie die Künstler es geschafft haben, die Zeichen so auf die Felswand zu bringen. 当时的那个佛教徒，就是和尚或者是别的，他们信佛的人，他们要把这个字保留下来，实际上是他把这个字作为一个佛像。 因为那个山上面可能做不了大的佛像，所以他把文字当做佛像来做，把文字做得像雕塑一样的，很有立体感。 Und wir dürfen allerdings auch das nicht einfach jetzt nur als Kalligrafie falsch verstehen oder fehlinterpretieren. Es handelt sich hier eigentlich zunächst um einen religiösen Akt. Also dieser Text zum Beispiel wurde von buddhistischen Mönchen oder zumindest von buddhistischen Gläubigen geschrieben. Und war ein Symbol für Buddha. Das heißt, eigentlich hätte man möglicherweise an dieser Stelle auch eine Buddha-Skulptur im Felsen erwarten können. Aus irgendwelchen Gründen wurde das nicht gemacht. Und so stand oder so stehen eben diese Zeichen für Buddha und werden mit dem gleichen Respekt verehrt. Also die größten Zeichen, die ich nun leider auch nicht selber mit eigenen Augen habe sehen können, sondern wo ich mich auf die Darstellung von Google Earth verlassen muss, finden sich in China auch auf Felswänden. Wir können an dem Maßstab links unten sehen, dass diese sechs Zeichen zusammen wohl rund einen Kilometer lang sind. Und ich sage jetzt noch mal schnell, was da steht. Also es, da steht nämlich nur lang, lang lebe der Vorsitzende Mao. Und auch hier sehen wir eine scheinbar quasi religiöse Annäherung an das Sujet. Ich versuche gelegentlich auch etwas größere Zeichen zu schreiben, nicht unbedingt auf ebenen Flächen, sondern hier zeige ich Ihnen, was wir mal in einer aufgelassenen Fabrik in Hangzhou gemacht haben. Und wir müssen uns ja auch immer fragen, warum schreiben wir denn ganz große Zeichen? Hier in dieser Kalligrafie sind mehrere Effekte oder mehrere Dinge eingebaut, die wir unbedingt erklären müssen, also die ich Ihnen unbedingt erklären möchte. Zunächst erstmal der Text. Was ist der Text? Es handelt sich um eine verstümmelte Fassung oder einen verstümmelten Ausschnitt einer Parole von Deng Xiaoping, der mal gesagt hat, Entwicklung ist eine unabwendbare oder ist eine unabwendbare, ist oder Entwicklung lässt sich nicht abwehren. Also Fadan Shein Daoli. Und wenn man also die letzten Zeichen und das erste und das letzte Zeichen abschneidet, dann kommt eigentlich ein völliger, etwas relativ Sinnloses heraus, nämlich Jan Shein. Ausbreiten ist hart. Das ist aber dann, aber nur wer es weiß, woraus das ist, der versteht das. Oder wer weiß, woraus das ist, dem erschließt sich dann plötzlich,
der gesamte Text wieder. Und das Zweite ist, das ist so auf die Treppenstufen gemalt, dass man, wenn man von einer Seite drauf schaut, es überhaupt nicht als Schrift lesen kann, sondern sich die Schriftlichkeit und auch die Lesbarkeit erst erschließt, wenn man die Treppe tatsächlich begeht. Das ist eine比那个还要大一点的作品，就是在上海的一个展览当中，我在一个老的房子上面写了"黄金万两"，就是中国人特别喜欢的一句话。就是要很多钱，很多钱，很多黄金，很多黄金。Und hier sehen wir zwei weitere Zeichen. Das ist ein Ausschnitt aus einem Vierzeichentext, nämlich Huangjin Wanliang, also 10.000 Teil echten Goldes. Also das ist das Sinnbild für Reichtum schlechthin, wenn Chinesen über Reichtum und Gold, Geld sprechen. Also so nach dem Muster, wenn also das Geld aus der Hosentasche quillt, das ist damit gemeint. Und hier haben wir überhaupt nur zwei Zeichen gesehen. Das ist jetzt das unterste Zeichen, füllt wiederum auch den ganzen Raum, ist in einer Ausstellung in Shanghai zu sehen, wo ein altes Gebäude umgearbeitet worden ist. Das ist ein sehr interessanter Punkt. 这个文字内容很有趣，但是等我在自己在创作的过程当中，就会面对一个问题，就是他们我要把它写得非常大，而且我在创作的时候，我可能就忘记我原来我要做的那个文字的意义了，好像那个东西好像很有意思的一个情况，但是我创作的过程当中，我在写这个字的时候，我慢慢进入到一种好像是以前人说的一种宗教的一种气氛，你在写在不断的创造这个字的时候，后来没有这个字，也没有这个意义，实际上只是我在写，我在创造这个东西，但最后创造是什么东西，我不知道，我也不知道别人看到是怎么样子。Und eigentlich gibt es da noch zwei interessante Dinge, die ich immer wieder auch selber an mir feststelle, wenn ich schreibe. Ich überlege mir vorher, was ich schreiben möchte oder habe den Text und denke über die Bedeutung der Zeichen nach und auch wo und wie ich sie schreiben möchte, aber das verblasst in dem Moment, wo ich anfange zu schreiben und dann gerate ich in einen Zustand, den man allenfalls vielleicht auch mit religiösen Metaphern bedenken kann, je mehr ich arbeite und je mehr ich in den Schöpfungsakt hineingehe, umso weniger weiß ich noch oder umso was ich schreibe und umso mehr tritt die Bedeutung dieser Zeichen zurück, bis schließlich die Bedeutung in mir ganz verschwunden ist und ich in dem Schöpfungsakt selbst aufgehe und dann eigentlich erst, wenn alles vorbei ist, dem Zuschauer wieder überlassen ist oder dem Betrachter überlassen ist, nachzudenken, was das bedeutet. So, ich 对他进行更多的一些思考，然后说到了真正的我们说的这个主题，就是在书法当中的身体的怎么样用你的身体去创造一个东西。Und das führt dann auch zu der Frage, welchen Stellenwert hat der Körper oder die körperliche Bewegung und die Körperlichkeit beim kalligraphischen Schreiben? 就是首先是我讲一个精神上的问题，很有意思，就是我这个讲座的一个主题，我在想一只只手之声，就是一只手的声音，这个是日本的一个禅宗大师，也是一个非常有名的书法家，这是他的作品，但是他的作品很有一个很强的穿越的感觉，就是他的作品拿到现在的一个抽象艺术的展览里面，也是同样是非常的有价值或有意义的东西，而他实际上是在几百年以前的一个僧人和艺术家。Und damit kommen wir auch so ein bisschen zum Thema oder zum Kern dieses heutigen Vortrags, nämlich der Greifbarmachung dessen, worüber, also von, wenn wir auch von Bewegung sprechen. Denn ich greife da einen Künstler und ein Kunstwerk auf, Hakuin Senshi, einer der berühmtesten japanischen Zen-Buddhisten. Und der hat einmal gesagt, und das ist dann der Titel, das war ja auch der Titel des Vortrags, das Geräusch des Klatschens mit einer Hand, oder das ist also ein buddhistisches Gleichnis, man möge mit einer Hand klatschen. Und wenn man sich vorstellt, mit einer Hand zu klatschen, das Geräusch dieses Klatschens mit einer Hand. Hier sehen wir eins seiner Werke und was mich an diesem Werk so fasziniert, ist die völlige Überzeitlichkeit. Das könnte genauso gut heute entstanden sein und man sieht ihm nicht an, dass es knapp 300 Jahre sind. So, in seinem Lied, das ist白影会客，就上面有他的名字，他自己说两只手拍的是一个声音，这样的声音实际上是一种很普通的声音，只有一只手的声音，只有我们的心才能听得到。
Und der Gedanke war, wenn wir mit zwei Händen klatschen, dann gibt es ein ganz gewöhnliches Geräusch. Das kann jeder hören. Aber mit einer Hand zu klatschen, das gibt ein Geräusch, was man nur mit seinem Herzen hören kann. 对，然后他的一个学生也是著名的国画大师，就迟大雅，我们说，泰戈，他也通过在艺术当中，或者是通过参禅，他的艺术当中体会到这样的一个东西，就是我们耳朵是听不到一只手的声音的，然后直到我们没有耳朵，我们忘记耳朵，用心去听，实际上最后我们连心都没有，放弃这个心，然后才有可能听到那个声音，而且这个时候你听到的这个声音并不是一定是这样的，也不一定是那样的，一定是一个拍出来的声音，它就是一个心能听到的声音。Einer seiner berühmtesten Schüler, Ikeno Taiga, hat das auch noch einmal selber in Worte gegossen, dieses Gleichnis, und hat also gesagt, wenn wir unsere Ohren aufgeben oder unsere Ohren, wenn wir unsere Ohren fallen lassen und dann versuchen, das Klatschen mit einer Hand zu hören, brauchen wir vielleicht das Herz. Wenn wir das mit den Ohren nicht hören können und nur das Herz übrig bleibt, können wir an den Zustand gelangen, wo wir auch das Herz aufgeben. Und erst wenn wir vielleicht kein Herzen mehr haben, dann wissen wir, was das überhaupt für ein Geräusch ist. Aber selbst dann kann man nicht sagen, wie es beschaffen ist, und für jeden möge es anders sein. 所以我自己以前在做书法的艺术的时候，我很有一些想法，我想让书法怎么样能够发出声音，能够让很多人看到一些看不到的东西。然后我在创作的过程当中，后来我发现我的运动，我的表演，虽然我在里面体会到很大的快乐，但是越来越发现你越表演的时候越会忘记这些东西，你做出来的一个东西可能不是声音，也不是一个艺术，可能是一种，就是希望，我希望和你的一个交流。Und das ist mit dem Geräusch auch so eine ganz ähnliche Sache. Wenn ich schreibe und denke, ich kann auf diese Weise auch einen Klang oder einen Laut kommunizieren, dann überlege ich, ob ich, oder habe ich das Gefühl, dass ich etwas hervorbringe, an dem ich andere teilhaben lassen kann. Aber dann entsteht das Paradoxon, dass ich immer weniger, dass das in mir sozusagen aus mir herausgeht und ich am Ende gar nicht mehr weiß, was es ist. Und auch gar nicht mehr weiß, was rübergekommen ist. Und dann müssen wir uns auch fragen, wo ist denn oder was ist denn da eigentlich jetzt die Kunst? Ich habe einen Rockband, Und ich selber habe ja auch eine Rockband, ich singe in der Band, aber ich untermale das oft auch mit Trommelklängen und kalligraphischer Begleitung, indem ich eben dann mit der Hand auf dem Trommelfell Zeichen hervorbringe. 对，有一次我在北京的一个演出当中，我在做这个表演之后，然后有一个人，一个罗马尼亚人，他来到我面前跟我说，他说你，我是一个研究萨满的一个人。Und ich habe einmal ein Konzert in Peking gegeben und nach dem Konzert kam ein Rumäne auf mich zu und sprach mich an und sagte, das ist interessant, was ich da machen würde, weil, sagte der Rumäne, er sich mit Schamanismus befasst und das sei ganz, ganz ähnlich dem, was er aus dem Schamanismus kennen würde. 对，这是很有意思的一个情况，因为我自己在做了之前的很多很多次表演的时候，我都没有想过我是在模仿一个萨满，或者是只是一个很多的表演都是我临时的去即兴的去表现出来的，比如说我觉得这个字不明显，我会突然间找到一杯水然后喷上去，然后我后来发现，我在研究的时候发现萨满是经常会喷水的。Und als ich das früher gemacht habe, also das so in meine Auftritte eingebaut habe, habe ich nie überhaupt nur dran gedacht, dass das was mit Schamanismus zu tun haben könnte. Und erst als ich diesen Hinweis bekommen habe, habe ich dann festgestellt, dass ich zum Beispiel, wenn ich dann so trommle während des Singens und ich das Gefühl habe, man kann das Zeichen nicht gut genug sehen, das auch alles ohne große Vorbereitung, das entsteht relativ spontan und ad hoc, dass ich dann zum Beispiel ein Glas Wasser nehme und einen Schluck Wasser nehme und dann ausspucke, um dann auch das, und sprühe, um das besser sichtbar zu machen. Und dann habe ich dann erfahren, dass also Schamanen auch während des Trommelns oft Wasser in den Mund nehmen und wieder ausspeien.
而且很奇怪，就是我有的时候自然选择一些东西穿或者什么的，很多人都会说，因为我可能事先没有准备这样的一些东西。Und genauso merkwürdig war für mich, ich habe also spontan neige ich dann dazu, mir auch irgendwelche Dinge oder Masken dazu zu nehmen. Und dann bin ich halt auch später darauf aufmerksam gemacht worden. Ich darf Ihnen aber sagen, dass ich da überhaupt keinerlei Absichten vorher verfolgt habe, sondern sich das eigentlich immer so aus dem Moment heraus ergeben hat. So, das oben ist natürlich jetzt nicht unbedingt ein Schamane, sondern eher ein Terrorist. 对，因为时间关系，我这个以后我可能会做一个类似的这样的一个 performance， 在我的那个 workshop 里面，可能星期五。Ich kann jetzt vielleicht hier das aus Zeitgründen nicht weiter vertiefen, möchte aber doch mal ankündigen, dass ich das vielleicht mal in einem Workshop in der Performance mal vorführen kann, vielleicht am Freitag oder so. 对，还有一个我很感兴趣的一个事情就是伏击，就是。一些在很多不同的国家里面都在玩的一种东西，他们用手在控制一个像笔一样的东西，有的是在纸上，有的是在桌子上，有的是在沙上面，然后你碰它，它会产生不同的会画出一些不同的符号或者是图像来。这个很有意思，就是实际上在中国最伟大的一个书法家叫王羲之，他就很喜欢这些东西。所以我们在欧洲很有名的研究书法的这个雷德侯先生，雷德老师，他也曾经写过一个文章，认为王羲之那些大书法家他们写的草书实际上和这个有一点关系。Und es gibt dann auch diese Gerätschaften, mit denen man so zum Beispiel so spiritistische Zeichen schreibt, also so ein hält dann so ein Stöckchen fest und dann fängt das an, übers Papier zu wandern. Das ist in vielen Kulturen durchaus verbreitet als Phänomen undDas hat mich also auch fasziniert und also auch von Wang Xizhi, dem großen Kalligraphen, werden also solche Sachen bereits berichtet über seine Grasschrift und der berühmte Sinologe Lederhose hat auch darüber sogar mal einen Aufsatz verfasst, wo er dann quasi auch mit versucht hat zu erschließen, ob nicht solche Elemente in Wang Xizhi, in der Kalligraphie von Wang Xizhi eine wirkliche Rolle gespielt haben. Wang Xizhi 的儿子也说他自己有一天在树林当中有一只鸟飞下来抓住他的手教他写书法。Und eine ähnliche Anekdote, also ist eine ähnliche Art von Geschichte ist auch von Wang Xizhis Sohn, ebenfalls zum berühmten Kalligraphen, überliefert, der quasi den Akt der Eingebung beschrieben hat, indem er gesagt hat, er ist also eines Tages im Wald spazieren gegangen und plötzlich sei ein großer Vogel daher geflogen und hätte seinen Arm ergriffen und beim Schreiben geführt.所以当时的很多这种文人他们吃一种药可能头脑不是就是在一种幻觉的情况下想出来的这些东西这个倒是和我们现在的艺术家很相似。Und wir können natürlich auch nicht völlig ausschließen, dass das unter dem Effekt von halluzinogenen Drogen stattgefunden hat und auch da ergeben sich durchaus einige Parallelen zur Moderne. 就是草书实际上是中国书法当中非常重要的，这个也是我做的一些经典的草书的一些作品吧，可能是比较传统的，就是普通的中国人他们也可以接受的这些东西。Und hier sehen Sie eine Kalligraphie von mir in Grasschrift, in der sogenannten Grasschrift, und das ist eigentlich ein ganz klassischer Stil mittlerweile. UndDieses Kunstwerk ist jetzt so beschaffen, dass also auch quasi der normale Chinese von nebenan es als Kunstwerk akzeptieren würde. 就是你在做当代艺术的时候，发现你做的很多很多想法，别人都做过。然后你在做经典艺术的时候，你会发现你前面有一个大师，你想去超越他，你就会有非常大的动力，我去技术上超过他。我今天我可能我在做一年的练习，我的技巧上面超过某个大师，我觉得很高兴，别人也会看到你的这个东西。但是当代艺术当中，你可能没有这种快乐。Und es ist ein ganz interessantes Ding beim künstlerischen Schaffen. Also manchmal überlegt man, naja, man macht da was, das haben x andere Leute auch schon gemacht und wo ist da das Neue? Und wenn man jetzt allerdings einen großen Meister und einen großen Klassiker vor sich hat, dann hat man oft das Problem, dass man überlegt, wie kann ich das besser machen? Oder daraus entsteht ein Antrieb, der einen jahrelang umtreiben kann und dann braucht man auch zum Teil einen sehr langen Anlauf und plötzlich hat man etwas geschaffen, wo man den Meister übertroffen hat. Und das ist natürlich auch ein besonderes Vergnügen ganz eigener Art. Die 古代的一些大师的表演性啊，这个是日本的最有名的大师的
的一个表演。Und hier haben wir wiederum eine Darstellung aus, aus Japan. Jetzt haben wir einen japanischen, wie sieht es ja schon mal? Kunkai. Achso, Kunkai. Das ist Kukai, also das ist der japanische Kalligraf Kukai, der hier dargestellt wird, wie er also mit fünf Pinseln gleichzeitig schreibt. Das ist er in Japan der Bildung. Er hat eine Zeit,写一个扁，然后有一个字故意不写一个点，然后等它挂起来以后，他要当众所有的人去表演，然后拿一个笔这样扔上去，然后打到那个点上面去，所有人都会觉得非常好。Es gibt eine ganz wunderschöne Anekdote, die von ihm überliefert ist und die halt auch das Problem des Schreibens so nochmal so schön verdeutlicht. Und zwar bekam er eines Tages den Auftrag, ein großes Türschild, das sind also diese eingerahmten großen Ehrenschilder über Türen, zu schreiben und tat dies auch und ließ also den letzten Pinselstrich weg. Also er ließ einen Punkt aus. Dann wurde das Schild angebracht und alle starrten nun erwartungsvoll auf ihn und auf das Schild und keiner wusste, wie diese Situation sich nun auflösen würde. Und er nahm den Pinsel, den er noch in der Hand hatte, warf ihn zielgerichtet auf das Schild und siehe da, da war in vollendeter Gestaltung der fehlende Punkt. 当然就是现在也很多的文化当中，比如说西方的文化或者是他们自己的对这些表演性的东西都做了探索，很多的不同的想法，但是也很多很有意思，就是他做的东西是用书法，但是实际上跟书法的关系不是很多。 Wir sehen Kalligraphie auch immer wieder als Bestandteil von moderner Performance-Kunst oder in Performance- und darstellenden Künsten, beides ist hier auf Chinesisch in einem Wort verpackt, auftauchen. Allerdings müssen wir uns gelegentlich doch sehr ernsthaft die Frage stellen, ob das wirklich was mit Kalligraphie zu tun hat. 所以有的时候很难判断一个表演是真的是好还是不好。比如说我们说他们这是一个上一个世纪中期的一个喜欢写字的人，他创造了很多书法的表演方式。这个是用一支做了一个像鸟一样的笔，然后下面垂着，下面有一个笔的头，然后他这样像钓鱼一样的在写字，写很大的字。这个叫姬觉迷，但是这不是完全没有人知道的一个艺术家。Also, und wir haben jetzt an dieser Stelle nun auch das Problem, dass wir bei vielen dieser Performances sehr schwer damit tun zu sagen, ist das nun wirklich Kalligraphie oder ist es Kunst? Und ich möchte Ihnen hier noch ein Beispiel nehmen. Das ist ein Künstler namens Di, eigentlich sehr unbekannt, der in den 50er Jahren, glaube ich, in Shanghai gelebt hat. Shanghai. Und der hat alle möglichen Arten erfunden, chinesische Zeichen zu schreiben, also quasi auch als Performance-Akte und mit allerlei Verrenkungen. Also zum Beispiel hat er einen wie eine Marionette geführten Vogel, der dann das Zeichen auf dem Papier schreibt, also alles sehr indirekt. 这个特别有意思，他用左手拿着一个面包在写字。Und hier ist die linkshändige Brotschrift zu sehen. Das heißt, er hat also mit der linken Hand ein Stück Brot als Pinsel verwendet. 对，就是还有现代中国有很多很多的关于书法的这种表演。你很难，你如果做一个书法表演的时候，很多人会把你归入到这种。Und wenn wir uns anschauen, dass im modernen China unglaublich viele Performances mit und um Kalligraphie herum passieren, dann müssen wir uns allerdings doch immer wieder ein bisschen gedanklich an den Kopf fassen, denn vieles von dem ist eigentlich eher so in so einem vulgären Pseudokunstbereich zu verorten. 对，有的时候我参加一个这样的类似于很多人的一种表演，就会觉得很奇怪，自己进入到一个像一个骗子一样的一种状态当中。Ich habe das selber auch mal unangenehm am eigenen Leibe erlebt, als ich auch mal an so einer Performance teilgenommen habe und dann geschrieben habe, aber eigentlich das Gefühl hatte, dass ich da künstlerischen Betrug begehe. 但是我自己就是在写字的时候，我觉得有一个很好的，就是我很享受我的创作。我在写字的时候，我自己的感受是非常快乐。这个我不知道，有些艺术家他们在创作的时候非常痛苦，这个是和我有点不一样的。我每天如果我去写字，我就会微笑，我会非常非常的满足。Und ich habe ein ganz wunderbares Gefühl, wenn ich schreibe. Das ist also in dem Schreibakt, also ist in dem Schöpfungsakt liegt für mich ein ganz tiefes Vergnügen.
Manchen geht es nicht so, manche empfinden das eher als Anstrengung oder Zumutung, aber ich habe also einen unglaublichen Spaß und eine unglaubliche Freude beim Schaffensakt und kann sozusagen, wenn ich morgens schreibe, den Tag mit einem Lächeln beginnen. 对，然后我在写的时候会写一些很像宗教，但是实际上我好像也是在和宗教开玩笑。我自己在写，好像很有宗教感觉的字。比如我现在身上写的这个字，有一个像那个像道教的符号一样的这样的字。实际上我是在画一个像男性的生殖器这样的一个东西，很多人看不出来或是什么的，他们觉得这个很好，他们也会买这个衬衫。 Also, spiele ich auch mit Formen und Gestalten oder Schriftstilen und dann schreibe ich manchmal Sachen, die durchaus Anleihen nehmen an religiösen Darstellungsformen von Schriftzeichen. Zum Beispiel im chinesischen Daoismus gibt es spezielle Arten, Zeichen zu verfremden oder Zeichenelemente zu kombinieren, ohne dass ich jetzt damit irgendwelche religiösen Absichten impliziere. Oder es ist dann auch einfach der Spaß an der Form und der Spaß an der. Es hat also keinen tieferen Sinn, und wenn Sie sich das T-Shirt anschauen, dann habe ich zum Beispiel auch dafür eine kalligrafisch anmutende, also auch im Sinne dieser daoistischen Schriftzeichen, kalligrafisch anmutende Grafik geschaffen, und alle finden das toll und wollen mir das T-Shirt auch abkaufen, und keiner guckt näher hin und sieht, was es eigentlich wirklich darstellt, nämlich ein männliches Geschlechtsorgan. Das ist ein 然后这里面的文字，我其实都在写 to be or not to be， 就是是这样的，还是这样的，也可以是这样，也可以是那样，有很多很多的诗歌或者是哲学里面的话，它词义是非，比义是非，就是这样的，就这个事情可以这样，也可以那样。然后你看到这个字是它的字，也可能不是字，因为它是你，它没有一个依托的，是一个透明的东西。然后到晚上的时候会看到一个影子， 是你看到是这个字的影子，还是这个字，到底是这个字还是不是这个字。Und hier ist, das ist eine Ausstellung, die ich in Waldshut mal gemacht habe, da habe ich auf transparente Folien geschrieben, und das Besondere dabei ist, dass ich eigentlich auch mit den Zeichen oder mit den Grenzen der Zeichen und der Bedeutung der Zeichen gespielt habe, in dem Sinne, dass ich das habe zerfließen lassen, also wo hört das Zeichen auf, wo fängt die reine grafische Gestaltung an. Also diese Grenze habe ich ein bisschen versucht aufzuheben, um dann so diese Grundfragen, diese philosophischen Grundfragen auch anzusprechen. Ist Sein oder Nichtsein? Ist es das nicht? Ist es etwas anderes? Und dann habe ich zum Beispiel dadurch, dass ich es eben auf diese transparenten Folien gezeichnet habe, haben wir auch dann diese Lichteffekte. Dann sehen wir den Schattenwurf auf dem Boden. Dann können wir, wenn wir beim ersten Mal nur ungenau hinschauen, gar nicht erkennen, was ist denn nun eigentlich das Zeichen und was ist nur der Schatten. 对，然后我就想字，然后也做了一些有意思的，像我自己觉得，挺好玩的，我很喜欢。我的作品有一个很大的一个特点，我不知道我的作品多么好，但是我觉得有一个特点，就是每次展览的时候，孩子都非常喜欢。我不知道这个是不是当代艺术家应该需要的一个素质。Und ich habe, es ist eine ganz interessante Sache. Also ich habe ja selber sehr viel Spaß dabei beim Machen. Ich will Ihnen auch gleich mal was zeigen. Ich kann Ihnen nicht immer versichern, dass das, was ich in Kunst mache, besonders ernst oder besonders gut ist, aber mir fällt immer wieder auf, dass Kinder das mögen und Kinder ihr größtes Vergnügen bei haben. Und ob das nun ein Kriterium für einen modernen Künstler ist, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Also das ist, Sie kennen ja diese Kunstform des Schattenspiels, und daraus, und wir machen daraus jetzt chinesische Schriftzeichen mit mehreren Personen.
是一个汉字的门。Das ist das Tor auf Chinesisch. Also das ist auch ein Wechselgesang Deutsch-Chinesisch, wo dann auch immer... Wir überspringen jetzt mal was. Also wir haben einen bei uns in der Performance-Gruppe, der ich nicht Chinesisch kann und der keine Zeichen kann. Und das ist dann natürlich nicht ganz so einfach für ihn. Das ist so eine Performance-Gruppe. 当时也很多孩子可以他们一起玩，但是他们比较大嘛，所以有的时候不一定能够完全表演得好。Also den Kindern macht es auch oft Spaß, bei solchen Sachen, bei solchen Aktionen mitzumachen. Das ist vielleicht dann nicht immer so formvollendet, aber da steht dann der Spaß an erster Stelle. 我来到这个大学的时候，看到一个很有趣的一个文字，这个。当然我不是完全理解他的意思，但是我看到他这种组织的方式很好玩，然后和我的一个作品很相似，就是我以前做过一个这样的用袋子的书法的一个 video 这样的。 Und als ich mein Studium angetreten habe, da habe ich mal eine Form von Schrift gesehen. Ich konnte das nicht genau einordnen, wusste auch nicht, was es heißt, aber dann habe ich gesehen, wie es gemacht wurde, nämlich mit, also sozusagen, dass es ein fortlaufendes Band ist, und dann ist die Idee gekommen, aus Bändern Schriftzeichen und Kalligrafien zu machen. Und daraus ist dann auch ein Video entstanden. Entschuldigung, ein kleiner Einwand, das ist in der UdK, das ist eine Entdeckung, die vorgestern gemacht hat von der Textilwerkstatt. Genau. Also das ist, Entschuldigung, das wusste ich jetzt nicht, also das ist von vorgestern gerade hier aus der UdK. Die Texte oder die Texte, die wir hier verwendet haben, sind aus dem Diamant-Sutra. 做了英文的翻译，下次做德文的翻译。Und die sind jetzt hier auf Englisch. Das nächste Mal werde ich Ihnen eine deutsche Übersetzung vorlegen.
这是一个像袋子绳子一样的袋子啊，就是黑色的。然后刚才那个是一，就是一个一，一二三四的一字，然后再不停地把它抖动，然后产生像草书的书写的一样的感觉，然后会变成，想办法把它变成那些草书的汉字。Also das ist ein Band. Beim allerersten Mal, als es noch horizontal da lag, war das Zeichen 1 auf Chinesisch, was ja nur eigentlich eine horizontale Linie ist. Dann habe ich versucht, durch Werfen des Bandes und immer wieder neues Werfen des Bandes, das halt so in Form zu bringen, dass dann bestimmte in Grasschrift geschriebene Schriftzeichen bei herauskamen. Allerdings ist das ein durchaus zeitaufwendiger Prozess. Also hier sehen wir das Zeichen Wei, also etwas tun. Fa, das Gesetz oder die... Und gelegentlich kommt es dann bei diesen Werfversuchen oder bei diesen Schüttelversuchen auch zu Formen, mit denen ich dann vorher gar nicht gerechnet hatte. Und gelegentlich kommen tatsächlich sogar die Zeichen raus, die ich beabsichtige. Also das war eben das Zeichen Ru, also das, also wie oder falls heißt. Und manchmal will es mir aber einfach auf Biegen und Brechen nicht gelingen, durch Schütteln des Bandes tatsächlich das Zeichen, also hier war das Zeichen für Traum hervorzubringen, da bin ich dann gezwungen, das Band tatsächlich so aufs Papier zu drapieren, wie ich es gerne hätte. Und manche Zeichen lassen sich relativ einfach so entwickeln, manche sind völlig, verweigern sich völlig. Es war ganz merkwürdig, ich habe da sehr viel Zeit und Energie investiert und manche Zeichen waren am Anfang sehr widerspenstig und störrisch und offensichtlich brauchten sie die Zeit, um hervorzukommen. Und manche Zeichenformen finde ich sehr schön, die entstehen einfach. 因为我在扯的时候实际上是这样，就是我们以前写书法的话，写一个字，是我想我要写成这样的字，它应该是这样的字，它写在这个平面上。但是如果我要想用绳子做一个这样的字的时候，我可能动作不是写那个字的动作，只能用别的东西或者是想办法去完成它。Das ist auch ganz interessant, wenn man richtig traditionell auf eine ebene Fläche schreibt, dann weiß man ganz genau, was man für eine Bewegung zu vollführen hat, um genau dieses Zeichen hervorzubringen. Das ist ja alles kanonisiert.Aber mit dem Band das gleiche Zeichen hervorzubringen, das hieß durchaus nicht tatsächlich die gleiche Bewegung zu vollführen, sondern gelegentlich musste ich ganz andere Bewegungen machen, um das Band in diese Form zu bringen. Und wir haben also diese Art des Schreibens, also quasi, dass ein Band da verwendet wird, das haben wir schon auch in der Vergangenheit, also hier, Kreif, jetzt, hier zeige ich jetzt wieder den schon erwähnten Künstler Kukai. Und 有一天下雨，下完雨以后，他在街上玩的时候，看到刚刚刷好很白的墙，
然后可能年轻人都喜欢在墙上画一点东西，然后他就拿了那个扫帚，就是扫地的那个扫帚，蘸着那个地下的那个泥水，然后在墙上写了一个非常非常大的字，有一丈，他那个孩子他能写的最大的一个字，然后当时看的人非常多，在参观一个孩子能够写出这样的一个字，这个是一个最早的在街头做涂鸦的艺术家。Wir haben, es gibt eine wunderbare Geschichte, vielleicht die Geschichte des historisch frühesten Graffitis überhaupt.Und zwar der Sohn von Wang Qiji, von dem ist überliefert, dass er als ganz junger Spund, so 17 Jahre alt oder so, nach dem Regen durch eine Straße gegangen sei. Und Jugendliche bemalen ja gerne Häuserwände ganz offensichtlich. Das war wohl schon immer so. Jedenfalls regnete es noch oder der Regen lief noch an der Hauswand runter. Und plötzlich hatte der junge Mann eine Idee und nahm also so einen Feger oder so einen Besen,der eigentlich zum Straßekehren verwendet wurde und tauchte ihn in den Matsch und schrieb also mit dem Matsch auf der Wand riesige Schriftzeichen. 对，然后他的父亲，最伟大的那个书法家，然后他路过这边看很多人在看，然后他说这是谁写的？这么写的很好。他说是你的最小的那个儿子写的，所以他非常开心，给他的朋友写信说我的儿子写的，他叫飞白，这个叫这种书体叫飞白，就是。能够飞的，然后上面有一丝一丝的白的东西，有点像袋子啊这样的一个东西。Und das war dann so, dass sich also ein großer Menschenauflauf bildete. Das hatte ich beim ersten Mal vergessen zu sagen. Also es bildete sich eine Traube von Menschen darum, die alle staunten und schauten. Und dann kam der Vater vorbei, Wang Qiji, und fragte und war also ob der vielen Menschen überrascht und fragte, was da los ist. Sah die Zeichen, war überwältigt von der Schönheit, war unglaublich stolz auf seinen Sohn.Und seitdem hat sich also dieser Schriftstil, also wenn man mit einer quasi eher einer Bürste statt einem Pinsel schreibt, als sozusagen das fliegende Weiß ein oder das fliegende Band verewigt. Today,我不知道是为什么，因为我觉得我写书法的时候有一个和当代艺术家不一样的地方是，当代艺术家很多都很痛苦，他不断的在思考，而我一直觉得自己很快乐。Und vielleicht zum Schluss noch die kleine Bemerkung, also jetzt gegen Ende hin die kleine Bemerkung. Ich habe festgestellt, also irgendwie bin ich dann doch wohl anders als andere Künstler. Ich pflege nicht so viel Kontakt mit auch anderen modernen Künstlern, auch Kalligraphen wenig. Also ich habe ihnen heute auch viel versucht, so über Bilder näher zu bringen. Und da ist mir was aufgefallen. Also viele moderne Künstler sind immer unglücklich und leiden. Also das Leiden ist sozusagen das Kennzeichen des Künstlers. Und das ist bei mir überhaupt nicht so. Ich habe immer meinen Spaß und bin immer ganz vergnügt. 当然，我也有我的愤怒，就是我在做 rap band 的时候，可能是另外的一种感受。Ich kann natürlich auch wütend sein, aber das ist dann eher was, das hebe ich mir für die rock band auf. 对，因为我的那个 rap band 里面有非常多的和我的书法完全不同，就是非常多的政治的东西和对社会的不公平的事情的一种说，这是我好像是我的另外的那一面。Und das mag dann also in der rock band da artikuliere ich dann meine Wut auf politische Zustände und gesellschaftliche Ungerechtigkeiten, aber das ist ein ganz anderer Teil meines Ich. 当然，这个就是另外一个事情。Aber das ist eine ganz andere Geschichte. 非常感谢大家，也感谢我的翻译，他翻译的非常好，我知道。Und ich wollte Ihnen allen ganz, ganz herzlich danken und auch meinem Übersetzer danken, der das offensichtlich ganz gut hingekriegt hat. So, also danke, das reicht. Danke. Ja, also jetzt ist der Raum offen. Wir machen ein bisschen dicht. Und dann können Sie Fragen stellen. Danke. Oder überhaupt. Versuchen mal ein bisschen die Reihenfolge hier. Also ich würde gerne mal wissen, was eigentlich Maßschrift ist.
Sie haben ein Blatt gezeigt, wo er geschrieben hat, den Glasstift. Und er meinte, das ist für jeden Chinesen nachvollziehbar, während es Kunst ist. Wieso? Würde ich gerne wissen, also im Vergleich zu was? 第一个问题是，我刚才你用的就是你很多次就是用了一个概念或者一个书法名称是叫草书，对对，所以就是能不能给我讲一下，就是草书到底是什么东西？第二呢，你刚才还就是看的就是你是看的就是你自己的一个艺术作品，你是草书写的，对，你还说这个还是就是可以就是普通中国人看的这个就还是可以接受，说是经典的传统的艺术，所以凭什么就是人可以接受的？就一个草书是什么？二。对，因为那个中国人实际上大部分都不认识草书，但是他们觉得有两种，他会有两种这个态度，一种是这个是乱，对，一种是你是乱写的，另外一种就是这个东西很神秘，很有意思，可能是这样的。所以，草书是书法里面就是最难以辨认的一种，书写速度最快的一种。Ich fange mal der Verständlichkeit halber mit dem zweiten Teil des Übersetzens an. Das ist nämlich Ihre erste Frage, also was ist Grasschrift? Also Grasschrift ist einer der fünf kanonischen chinesischen Schreibstile, aber Grasschrift ist sozusagen der Stil, bei dem mit der größten Geschwindigkeit und mit der größten Abkürzung aller Bewegungen geschrieben wird. Kleiner Exkurs noch, normalerweise hat man also Grundstriche, die man eisern abarbeiten muss. Und man, wenn man die alle miteinander verbindet und quasi im Zeichen selbst Ligaturen macht und diese Striche ineinander fließen lässt und quasi nur noch die Bewegung herauskommt, das ist Grasschrift. Und jetzt zum zweiten Teil der Frage, wieso sagt denn der normale Chinese, ja, das ist klassische Kunst, das kann er einordnen. Es ist durchaus nicht gesagt, dass er das lesen kann. Die meisten Leute können, also auch viele Chinesen tun sich unglaublich schwer, Grasschrift zu lesen. Viele Leute können es nicht lesen, aber immerhin stehen dann doch einige Leute davor und sagen, ah, und sind also ganz ehrfürchtig, weil sie dann auch die Schönheit der Bewegung sehen, aber, und es ist was Mysteriöses und da ist auch was Geheimnisvolles drin, aber es heißt nicht unbedingt, dass sie das lesen können, sondern sie können es dann nur bewundern.公元前一世纪或二世纪之间的这个时间，然后他当时的本来的目的是为了记录写得快一点，就是原来写得太慢要写得快一点，用一些符号的东西去节省它，但是后来发现有很多人在写这个东西的时候或者觉得越来越开心，越来越觉得有意思，然后他们开始去创造一些特别的形，然后出现了很多人，他们本来是要写得很快的，然后他们写得很慢，或者去研究那些字形，然后产生很多草书的书法家，然后就是我们说汉代是最早的艺术书法艺术的自觉，就是变成自己去追寻那种书法书写的快乐，就是从草书开始。Also in der Tat ist Grasschrift eine sehr durchaus alte Schriftform. Also die ersten Beispiele von Grasschrift sind uns ungefähr schon aus der Han-Zeit, also um die Zeitenwende herum überliefert. Und der ursprüngliche Sinn der Grasschrift mag der einer Stenografie oder einer Kurzschrift gewesen sein, dass man nämlich versucht hat, den Zeitaufwand, den man braucht, um ein Zeichen voll auszuschreiben mit den vielen Strichen, um diesen Zeitaufwand also zu verkürzen. Das heißt, es gab zunächst auch tatsächlich sowas wie verbindliche Regeln, wie das auszuführen ist, damit man das auch wiedererkennen kann. Allerdings ist es dann sehr schnell dazu gekommen, dass die ersten Kalligraphen die Freude des Explorierens entdeckt haben, das zu schreiben. Das heißt, sie haben dann plötzlich diese Schrift gar nicht mehr sehr schnell, sondern möglicherweise auch sehr langsam geschrieben, haben also versucht, die Bewegung nachzuempfinden oder die Bewegung zu erforschen, die in dieser Schrift drin sind. Da gibt es ja sehr viel zu entdecken. Und das ist vielleicht auch der Ursprung oder der Beginn des künstlerischen Bewusstseins. Und
der künstlerischen, also des Bewusstseins wahrzunehmen, dass da, also dass man tatsächlich also in einem Akt oder mit einem, in einem Zwiegespräch mit dieser Kalligraphie sich befassen kann. 然后写草书有一个非常有意思的情况，就是他在写的时候，我们很多字都是这样绕来绕去的，好像是你在没有控制的一种情况下写出来的。但实际上，在练习这个草书的时候，需要花非常非常多的精力，要写准确，因为有很多字形他们比较像，你稍微一点点错误，可能就是别的字，所以就会产生不同的字。所以，写草书看上去是非常非常的自由的，但是实际上它综合的训练可能比楷书还要多。 Interessant ist bei der Grasschriftkalligraphie eines, das sieht ja alles sehr wild und ungebändigt aus und sozusagen als Produkt eines Kontrollverlustes. Alles schwungvoll, überbordend und dynamisch. Aber die Tatsache ist die, dass man unglaublichen Aufwand aufbringen muss, um Grasschrift zu lernen. Und man sehr viel Zeit investieren muss in die richtige Interpretation der Bewegungen, denn sehr oft sind Grasschriftzeichen, also verschiedene Schriftzeichen, einander sehr ähnlich. Und wenn man da einen leisen in einer Bewegung was falsch macht, kommt was ganz anderes raus. Oder es ist schlicht einfach nicht mehr zu lesen und ist dann wirklich nur wirres Geschreibsel. Und damit einem das nicht passiert, sondern wirklich, und man sich da auch als Künstler nicht blamiert, sondern es wirklich zu lesen ist, muss man unglaublich viel Energie in den Lernprozess der Grasschrift investieren. Also die Frage ist, wir haben ja eben hier auch schon den Vergleich, also die Annäherung von Kalligraphie und schamanischer Darstellung, also Schamanen gesehen, ist das jetzt ein Empfinden, was nur mit der Kalligraphie verbunden wird oder artikuliert sich das auch in anderen Kunstformen? 对，我记得有很多的，好几个的这个艺术史家都说过艺术史的艺术最开始的形式都是萨满。是这样。Also interessanterweise sagen eigentlich viele Kunsthistoriker, egal welchen Genres oder egal welche Kunstrichtung, also welche Geschichte von welcher Kunst sie studieren, dass sie immer wieder Ursprünge im Schamanismus feststellen. 刚才已经初步的介绍过这个草书的这个写法和这个笔画笔的动作和就是笔画。那么我想就想问一下，学而且就是它是好像也是很讲规范的。所以呢，你是怎么学会这个规范的？是有书的，或者是不是有样，就是榜样的，或者是向老师学习的，或者是怎么回事？ 这个就是中国书法的一个学习的方式，就是这个临摹的方式，就是你要找一个大师的作品在旁边，你要去模仿他的这个字形，然后去把它写得和大师很相似，然后而且一开始一定要忘记你自己，忘掉你自己，然后你会发现最后你忘掉你自己之后，你才能真正的找到自己。 Das ist eine ganz wichtige Frage und die betrifft eigentlich alle Kalligraphiestile. Also man lernt Kalligraphie, indem man erstmal Werke von großen Meistern immer wieder abschreibt und immer wieder nachschreibt und das so lange tut, bis man anfängt, tatsächlich sich selber vergessen zu können. Und erst dann erreicht man also den Punkt, wo man dann auch anfängt, gut zu schreiben. Ja, Sie sind selber Musiker und Sie hatten vorhin gesagt, Sie sind sich
manchmal nicht ganz sicher bei manchen modernen Kunstwerken oder Mischformen von Performance und Musik und Tanz, ob das wirkliche Verbindungen zwischen Kalligrafie und Tanz sind und ob es überhaupt Kunst ist. Ich würde gerne wissen, wo sehen Sie die Verbindungen zwischen Musik und Kalligrafie und gibt es, müssten Sie jetzt ein Beispiel, ein gelungenes Beispiel, wo diese Verbindung schön zustande gekommen ist? 那么我还想问一下，就是你在刚才的演讲当中也是提到过，就是往往就是我们也是看表演和书法的这个连接，同时有的时候也已经不知道是否是艺术。那么或者就是也是说，也是因为自己也是音乐家，所以也是我们也可以谈到这个音乐和书法之间的关系。所以能不能说一下到底就是这两者之间有哪一种什么关系，而且 这个过渡或者就是怎么连接起来？音乐和书法，我自己个人认为呢，有一个很重要的相似的地方，它是一个时间艺术，就是音乐它的东西是你不能够回去。当然 ，Beatles 他曾经有过那个把那个袋子倒过来，它会有另外的声音出来，但是这个不重要，就是音乐它是有一个从第一个音符到最后一个东西，它有一个时间，你必须要沿着这个时间去 走，书法也是一样的，它和绘画不同的是，或者中国绘画和中国书法最大的不同是，它一定有一个时间性，就是我写一个字一定要从这里开始到这里结束，所以我看它的时候，我是一个写书法的人，我看一个古代的书法，我可以看眼睛顺着它的开始到它的结束，然后慢慢掌握一个节奏，体会它的节奏。 Ich glaube, es gibt eine ganz wichtige Gemeinsamkeit zwischen Musik und Kalligrafie und das ist die der gerichteten Zeitlichkeit. Also sowohl Musik als auch Kalligrafie finden immer in einem gerichteten zeitlichen Raum statt. Und ich kann ein Musikstück nur von Anfang zu Ende spielen. Ich kann nicht zwischendurch, also das ist vielleicht moderne Technik, mit dem Tonband rückwärts spielen. Das spielt aber hier keine große Rolle. Und der größte Unterschied jetzt, um das abzugrenzen zwischen Kalligrafie und Malerei, ist, dass ich bei der Malerei eben den vorgegebenen zeitlichen Start und auch den Endpunkt nicht habe. Aber in der Kalligrafie habe ich das. Und wenn ich ein altes Werk sehe, dann kann ich eigentlich sehr schnell und auch sehr intensiv nachvollziehen, wo der Künstler angefangen hat zu schreiben, wo er aufgehört hat und wie er zwischendurch seine Zeit strukturiert hat. Und das Beispiel, also jetzt, weil das ist die Erklärung und ein gelungenes Beispiel von beiden Künsten, 那么刚才这个解释现在讲得很好，很精彩。可是有没有你想不出一个例子，就是一个成功的叫音乐和书法之间的，就是或者表演怎么一个结合的这么一个例子有吗？没。那还剩下的三个。我一直想做这样的。Das ist ja was, was ich selber versuche zu machen. Also die Frage war jetzt, warum haben die Chinesen so lange dran festgehalten, ohne Stuhl, also im Stehen zu schreiben? Antwort ist, gab noch keine Stühle. Tisch, Entschuldigung, Tisch, ja, das war jetzt ein Schauspieler. Es gibt so ein Stuhl, also, wie gesagt, 就是吃饭的时候这种砧板的东西，他们认为这个不是写字，因为他们写字还是习惯一点，但是他们有一个很好玩的东西，就是有一个叫做平脊的东西，就是他们写字会很累，你这样的话会很累，然后他们会用一个像很小的凳子，很窄的一条，你看不见他在那边坐着写字，你感觉他好像很坐得很正，其实他在休息，靠在一个你看不见的小凳子上面，就手可以放上去。 Also, Entschuldigung, das war jetzt eben ein Dolmetschfehler von mir. Es war natürlich der Tisch gemeint und nicht der Stuhl. Also, Tische gab es durchaus und es wurden ja zum Beispiel auch Tische verwendet oder Tafeln verwendet, um Lebensmittel zuzubereiten, also um zu kochen. Nur ist offensichtlich niemand auf die Idee gekommen, so etwas Profanes auch als Schreibunterlage zu verwenden, sondern es war einfach Usus, im Stehen frei nicht zu schreiben.
Was man allerdings nur bei genauem Hinsehen entdecken kann, ist, dass also auf vielen älteren Darstellungen auch schon sehr verborgen so im Rücken ist, dass es also Armlehnen oder Lehnen gab, auf die man sich abstützen konnte. Aber die sieht man, also die wurden nicht bildlich in den Vordergrund gestellt. Wir können auch feststellen, also wenn wir das mit dem Knien verbinden, dass also so ein Tisch, wenn er dafür geeignet gewesen wäre oder hätte geeignet sein sollen, auch nur eine bestimmte Höhe hätte aufweisen können und damit eigentlich wenig anderen Verwendungszwecken offen gestanden hätte. Deswegen wir dann auch wiederum oft auf älteren Darstellungen finden, dass die Künstler oder Dichter dann zwar knien, aber eben auch keine Tische benutzen. Am Freitagnachmittag um 3 Uhr in der Alten Bibliothek unten, also das ist offen, wird Philharmonie eine Performance geben. Es gibt jetzt für die, also für die Studenten hier einen Workshop, wo man ihnen also die Meisterschaft des Pinsels quasi live erleben kann. Nochmal, also, ja, das findet morgen statt. Dann bedanke ich mich erstmal wahnsinnig bei dem Übersetzer, würde ich sagen. Das letzte Mal, wir kennen uns schon 30 Jahre, haben uns aber dazwischen eigentlich nicht gesehen. Wir sind nur zusammen nach China geflogen. Das war 1930. Aber du, ne? Ganz herzlichen Dank für die reiche Beschreibung. Ich denke, man konnte wunderbar diese vielseitigen Aspekte auch von der Kalligraphie sehen, also wie eben das auch eine Forschung oder eine Wissenschaft ist, wie die Zeichen herkommen und wie Technik zu schreiben, aber auch eben die Frage ist, wie ist es weiterentwickelt jetzt? Da experimentiert der Bereich der Differenzen Insgesamt muss man sagen, dass die Kalligraphie wirklich ein großes Meer ist und dass man da reinspringt und dann hat man viel Vorsicht. Dankeschön fürs Kommen.